Herzlich willkommen, liebe Mitstreiter und Freunde der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück, abermals mit einem Gast aus der Schweiz. Sehr spannenden Lebensweg, sehr engagiert im Bereich der freiheitlichen Ideen. Herzlich willkommen, Martin Hartmann. Schöne Grüße in die Schweiz und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns vor einigen Monaten kennengelernt auf einem Kongress in der Schweiz und haben uns jetzt verabredet, um mal über deinen Lebensweg zu sprechen und allgemein über die freiheitlichen Ideen, was dich da speziell getrieben hat, dich dort zu engagieren, was der Wert für dich ist und so weiter. Ja, vielleicht können wir mal kurz über dich sprechen. Du warst bei einer großen Bank engagiert, jetzt bist du bei einem Bitcoin-Startup. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über deinen Lebensweg oder über deinen beruflichen Hintergrund erzählen. Genau, vielen Dank für die Einladung, lieber Benjamin. Mache ich sehr gerne. Habe Banking and Finance studiert in der Schweiz an der Fachhochschule und habe das dann unglücklicherweise 2008, 2009 abgeschlossen, also genau in dieser Zeit, in der Banking und Finance nicht so gefragt war. Das war dann auch ein bisschen schwieriger bei der Jobsuche. Aber ich bin dann bei einer Großbank untergekommen und bin dann da auch 13, 14 Jahre geblieben. Ich habe da angefangen an der Front, in Kundenberatung, und habe dann aber festgestellt, mir gefallen eigentlich mehr so Projekte, sich selber etwas zu engagieren in verschiedenen Prozessoptimierungen und solchen Themen. Und bin dann immer mehr in Operational Risk und Business Risk reingeraten. Und das habe ich dann eigentlich auch die längste Zeit da gemacht. Das war deshalb auch relevant, weil man mit der FINMA, also der Finanzmarktaufsicht in der Schweiz, da hat man dann Auflagen, die man erfüllen musste. Und ja, das sind so typisch regulatorische Projekte, die dann ziemlich lange dauern können und dann eine gewisse Jobsicherheit hat. Das war eigentlich so mein Einstieg und ein großer Teil von meinem bisherigen Berufsleben. Ja, ganz angenehme oder interessante Parallele zu meinem Lebensweg. Ich habe ja auch bei einer Großbank gelernt in Deutschland. Und damals, das war Ende der 90er, da sagte man noch, ja, wenn du bei der Bank lernst, da kannst du dann alt werden. Ne, heute wissen wir, naja, jetzt ist die Peer-to-Peer-Zeit. Die Banken müssen sich umschauen. Viele Fintechs sind aus dem Boden geschossen. Und ja, du hast jetzt den Sprung gewagt und bist jetzt zu einem Fintech im weitesten Sinne aus der Bitcoin-Szene gewechselt. Ja, also ich war zuerst noch stark der Überzeugung, die Großbank, das ist der Ort, gerade in der Schweiz, wo Eigentumsrechte hochgehalten werden, hat man dicke Mauern, dicke Tresortüren, die schauen, dass niemand da Zugriff auf dein Eigentum hat, und dann kam das immer mehr mit dem automatischen Informationsaustausch, auch mit FATCA, mit diesen amerikanischen Auflagen. Und damit wandelte sich eigentlich die Großbank immer mehr zu einem verlängerten Arm des Steuervogts. Und das war eigentlich das Gegenteil von dem, was mich begeistert hat bei der Bank. Und ja, zudem wuchs immer mehr mein Interesse auch mit der libertären Idee, mit den freiheitlichen Gedanken und der Dezentralität. Und da hat sich das natürlich angeboten mit einer dezentralen Organisation. Da habe ich jetzt auch schon länger ein bisschen geschaut, was es da so geben würde, und habe dann tatsächlich in Crypto Valley was gefunden. Ich bin da auch erst neulich dazu gestoßen, konzentriere mich da auch auf Risk Management, und das geht auch in Richtung regulatorische Auflagen, die man da erfüllen muss. Aber obwohl der Job eigentlich auf dem Papier vergleichbar ist, ist das für mich eine total neue Welt. Es ist viel dynamischer, es ist viel kleiner, es ist viel auch motivierender für mich, weil man einfach eine andere Ausgangslage hat. Ja, ja, jetzt wollte ich mir eigentlich ein Buch zurechtgelegt haben hier von Olivier Kessler, ein gemeinsamer Mitstreiter, und zwar beim Liberalen Institut. Auch da warst du eine Zeit und bist es auch immer noch, bist immer noch eng verbunden, warst als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort. Von wann bis wann warst du da? Was hast du da für projektbezogene Arbeit erledigt? Genau, ich hatte die Möglichkeit, bei der Großbank das Pensum zu reduzieren auf 80% und konnte dann 20% noch für das Liberale Institut arbeiten. Ich habe da mitgeholfen, vor allem im Bereich von Social Media, dass man diese ganzen Botschaften ein bisschen rausbringt. Aber ich habe natürlich auch Olivier geholfen bei organisatorischen Sachen, Events organisieren und so weiter. Das Interessante oder die Herausforderung war, es ist ein Think Tank, den gibt es seit 1979, und da gibt es viele interessante Gedanken. Das sind meistens Juristen, Professoren und so weiter.
Und die Überzeugung, also das Problem ist, oder das Risiko, dass sie sich selbst überzeugen. Also sie beten zur In-Group. Und das war eigentlich ein bisschen die Aufgabe, dass man das mit den Social Media und so weiter auch ein bisschen probiert zu aktivieren, dass andere Leute ebenfalls neugierig werden auf diese Inhalte. Und das braucht halt ein bisschen eine Verkürzung der ganzen Botschaft, aber das macht es dann auch möglich, dass die Leute dann vielleicht mal auf einen Artikel klicken und so mit den freiheitlichen oder liberalen Ideen in Kontakt kommen. Genau. Ja, das ist genau der Punkt, den wir ständig diskutieren. Ja? Also dieses ominöse oder dieses wichtige Wachstum außerhalb der Kernzielgruppe, dass man wirklich auch die freiheitlichen Botschaften in eine andere Zielgruppe als immer in die gleiche Echokammer zu sprechen. Das ist wirklich die Herausforderung unserer Zeit. Deswegen auch an der Stelle schon die Bitte an die Zuschauer, bitte die Inhalte immer schön teilen und auch mal beim Liberalen Institut vorbeischauen. Und ja, der Olivier hatte auch wunderbare Bücher veröffentlicht. Erst letztes Jahr ein neues, davor auch, also wirklich in Serie, kann man sagen. 80-20 Gewichtung zu Ungunsten des Liberalen Instituts. Ja, das ist aber wahrscheinlich eher einer anderen Situation geschuldet. Aber schön, dass du dich da engagiert hast und auch da immer noch eng verbunden bist. Libertäre Partei lesen wir natürlich auch auf deinem Pullover. Was verbindet dich mit der Libertären Partei und ja, was für eine Größenordnung kann ich mir vorstellen, wie viele Leute erreichen die so in der Schweiz? Ja, wir sind eine sehr kleine Gruppierung, leider. Aber das Ganze ist 2014 entstanden, also auch schon ein paar Jahre her. Und ich bin auch seit dem Anfang, eigentlich seit der Gründung dann seit der Zürcher Sektion, seit da bin ich auch dabei. Und mittlerweile bin ich da im Vorstand, also sogar neuerdings Präsident der Libertären Partei in der Schweiz. Und wir sind organisiert, wir haben keine Mitgliederbeiträge, weil das wäre ja Zwang, wollen wir ja nicht, deshalb ist alles freiwillig. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, wir haben so viele Leute, die einzahlen, und deshalb haben wir so viele Mitglieder, deshalb ist es ein bisschen schwieriger herauszufinden, wie viele das wir jetzt wirklich sind. Und das läuft so, dass wir eigentlich den Vorstand haben, das sind vielleicht ja 10 Leute, wir haben den Schweizer und den Zürcher Vorstand, dann haben wir sogenannte Treiber, das sind Leute, die mitbestimmen, die die Richtung entscheiden, die auch Sachen organisieren, da sind wir vielleicht etwa 30 Leute, 20, 30 Leute, sowas. Dann haben wir Supporter. Supporter sind ebenfalls Leute, die mal was anpacken können, die an die Anlässe kommen. Und denen haben wir vielleicht etwa 200-300 Leute. Und dann haben wir die Follower. Das sind die, die sich einfach für die Idee interessieren, die den Newsletter abonniert haben, die auf Facebook, Twitter, was auch immer mitmachen. Und da sind wir etwa bei 2000 Leuten. Also es ist so eine Abstufung. Genau. Spannend, aber durchaus Wachstum zu verzeichnen oder wie ist so die Entwicklung? Ja, auf sehr geringem Niveau. Wir probieren jetzt, also eines der unsere Motive ist, wir möchten die politische Bühne nutzen, um freiheitliche Ideen zu verteilen. Und das kann man in der Schweiz regelmäßig viermal im Jahr mit den Abstimmungen. Da kann man Abstimmungsempfehlungen geben und da sind wir natürlich in einer sehr freien Position. Wir haben keine Leute, die bereits irgendwie die Probleme, die wir haben, mit verursacht haben, sondern wir können da Alternativen und freiheitliche Ansätze aufzeigen. Und zum anderen kann man das bei Wahlen. Und jetzt haben wir auch im Herbst dann wieder Nationalratswahlen und da werden wir auch wieder antreten. Und das ist jetzt bereits das dritte Mal, wo wir dann eigentlich auf einer mindestens kantonalen, wenn nicht sogar eben nationalen Ebene wahrgenommen werden. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, um auf unsere Ideen aufmerksam zu machen. Genau, und seinerzeit beim Free Economic Forum, bei dem Kongress waren ja auch einige eurer Mitstreiter anwesend. Genau. War sehr interessant, sich da auszutauschen und gut, den Weg so durch die Parlamente, den wählen wir ja hier oder wähle ich eher hier nicht, aber einige eben auch. Ne? Aus dem Atlas-Umfeld gibt es sehr viele FDP-Mitglieder beispielsweise. Insofern, gut, viel Liberales kann ich da nicht mehr erkennen. Aber sei es drum, wollen wir nicht weiter drüber reden. Ja, das können wir schon noch vertiefen. Also wir sind da gespalten. Wir hatten auch mal einen Abschnitt, dass wir gar nicht in Exekutivpositionen gewählt werden dürfen, weil wir damit eigentlich Teil von diesem ganzen Apparat werden würden. Das haben wir allerdings aufgehoben, aber ohne eigentlich Risiko, dass wir sofort in ein Exekutivamt jetzt kommen würden.
Es gibt auch diese, in Corona gab es auch diese Strömungen, die da aufgekommen sind. Freunde der Verfassung war etwas in der Schweiz und maßvoll. Und die eine von diesen Freunde der Verfassung hat sich dafür entschieden, außerhalb des Parlaments eine Kraft zu bleiben. Und maßvoll geht wahrscheinlich hier den anderen Weg. Und die möchten dann in ein Parlament kommen. Also es gibt auch in der Schweiz in dieser freiheitlichen Bewegung beide Ansätze. Und, ja, also das Amt ist sicher nicht das Ziel, aber die Plattform, die es mitbringt, das wäre natürlich schon etwas, wenn man dann Redezeit hat oder Interviewanfragen, wenn man ja mehr eine größere Reichweite hat. Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Der eine oder andere sagt halt, ja, dieses System ist nicht reformierbar und sobald man da reingeht, wird man korrumpiert. Siehe den Weg der FDP hier in Deutschland und was da so gesagt wurde, als man nicht Regierungspartei war oder gar nicht im Parlament und wie das jetzt so aussieht. Naja, gut. Wann war es denn so, dass du ja gemerkt hast, meine Güte, ich bin doch ein bisschen freiheitlicher als so die anderen Menschen um mich herum oder insgesamt so die breite Masse der Bevölkerung? Ich meine, in der Schweiz ist das Thema ja noch ein bisschen anderes angelegt als in Deutschland. Darüber sprachen wir schon, als die Kamera noch nicht lief. Aber wann hast du entdeckt, ich bin freiheitlicher als der Durchschnittsschweizer oder der Durchschnittseuropäer? Ja, wahrscheinlich 2014, war schon 2013 so. Ja. Aber das hat vorausgegangen, ist mal, also ich war schon immer ein bisschen politisch interessiert, aber mehr so Richtung FDP-liberal und noch das, was noch nicht irgendwie den Durchblick gehabt, wie das alles, das System einem auffrisst und korrumpiert und so weiter, das habe ich da alles noch nicht. Und dann hatte ich aber mal den Mut, eigentlich über meinen Schatten zu springen. Und obwohl ich eigentlich zur FDP neige, bin ich dann der SVP beigetreten, 2009. Und das ist eigentlich so ein bisschen, es ist nicht wirklich eine Opposition, aber es sind immer die das Gegenteil sagen von dem, was alle anderen sagen. Und das brauchte schon mal Mut, weil man sich dann konträr positioniert. Also es ist natürlich einfacher, wenn man immer auf der richtigen Seite ist und möglichst viele Abstimmungen gewinnt und alle haben dann Freude. Und das war eigentlich der erste Schritt, dass man dann sagt, ja, auch wenn ich jetzt halt nicht gewinne oder wenn ich in der Minderheit bin oder wenn ich da schlecht stigmatisiert werde oder sowas, es ist meine politische Überzeugung oder es kommt meiner politischen Überzeugung am nächsten. Und ich positioniere mich politisch. Also das war 2009. Und dann 2012, 13 oder so, kam dann das mit dem Hayek-Club. Den gibt es ja auch noch in der Schweiz. Die Hayek-Gesellschaft ist in Deutschland. Und der Hayek-Club hat Vorlesungen gemacht an der Universität Zürich. Und da ging es immer so Liberalismus und offene Grenzen, Liberalismus und Sozialstaat, Liberalismus und so. Waren etwa 10 Vorlesungen und da habe ich das Ganze dann ein bisschen zu hinterfragen begonnen und auch dann bei Anlässen vom Liberalen Institut habe ich noch den Direktor vor, Olivier Kessler, getroffen und auch ihn mal gefragt, also was macht man jetzt, wenn ein demokratischer Entscheid unfreiheitlich ist? Gilt dann die Demokratie? Muss man sich dem dann fügen? Und er hat dann sehr klar eigentlich geantwortet, nein, die Freiheit geht vor. Und das war dann ein bisschen, ja, wo der Demokrat in mir ein bisschen zurückgetreten ist. Ich würde nicht sagen, er ist gerade gestorben, aber ein bisschen in den Hintergrund getreten und ich mehr zum Freiheitskämpfer wurde. Und das war dann natürlich nicht mehr möglich in einer FDP oder so mit ihrem Verständnis von Liberalismus, sondern da wurde ich dann eigentlich zum Libertären. Ja, interessant. Interessant auch, also dieses Demokratieverständnis und das Verständnis von Mehrheiten, da habe ich auch in der letzten Zeit sehr, sehr oft drüber nachgedacht. Ich habe einen Artikel geschrieben zur Hanse und habe da festgestellt, dass die Hanse mit Konsens oder Konsentverfahren Entscheidungen getroffen hat, weil es ist ja oft so, der Vorwurf ist dann Mehrheitsentscheid, die Tyrannei einer Mehrheit über eine Minderheit. Und wenn es eben, so wie in Deutschland zum Beispiel, dass man gewisse Kraftwerke abschaltet und dann jetzt ja durchaus das Land in Probleme versetzt hat dadurch, natürlich auch, wenn man Kraftwerke abreißt, dass man da Vermögen vernichtet, also völlig wahnwitzige Dinge. Also da hätte man genügend, ja,
Themen anbringen können, die gegen diese Entscheidung gesprochen hätten. Also letzten Endes komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, dass eigentlich Mehrheitsentscheidungen komplett problematisch sind. Ne? Also das ist etwas, was so ein Fehler in der Demokratie. Ne? Also das ist wirklich irre. Wie stehst du dazu? Und vor allem, es würde ja im Grunde das befördern, was wir befürworten. Also weil Mehrheitsentscheidungen sind in großen Einheiten nicht möglich. Ne? Entschuldigung, Konsententscheidungen. Ne? Das würde automatisch eine nonzentralistische Welt schaffen, wie Robert Neff immer so schön sagt. Und natürlich auch Haftungsprinzipien sind auch wichtig. Jetzt haben wir zwei Themen angesprochen. Also erstmal sprechen wir über die Konsens- oder Konsententscheidungen versus Mehrheitsentscheidungen. Wie stehst du dazu? Ja, das ist ein großes Problem. Ich nehme das auch aus Deutschland wahr. Wenn man nicht zufrieden ist mit der Regierung, dann fordert man andere Verfahren zu einer Abstimmung oder zu einem Entscheid zu kommen. Und da gibt es ja die Alternative für Deutschland, die dann explizit mehr direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz fordert. Aber eben, das ist immer noch 51%, die dann die anderen 49% unterdrücken können. Und ich weiß nicht, ob das wirklich diese verheißungsvolle, gloriose Lösung ist, von der man sich so viele Lösungen dann auch verspricht. Ich denke, das Ziel wäre Selbstbestimmung. Wir sollten eigentlich selbst über unser Leben entscheiden können. Und das Gegenteil ist Fremdbestimmung. Also wenn gar nichts entscheiden kann und alles von oben diktiert wird. Und dazwischen, sagt man dann, findet die Demokratie statt. Aber wie wir sehen, wenn zwei Wölfe und ein Schaf abstimmen darüber, was es zum Nachtessen gibt, dann ist es eine Tyrannei und es ist eigentlich dann auch nur eine Form, eine beschönigte Form von Fremdbestimmung. Also ich muss mich dann auch diesen 51% fügen, egal ob ich dafür war oder nicht. Und man sagt dann immer, ja, aber ich könnte ja mitbestimmen und so weiter. Nee, wenn ich verloren habe, dann habe ich nichts mehr mitzubestimmen. Da habe ich verloren, dann muss ich mich dieser Mehrheit, dieser Fremdbestimmung fügen. Und deshalb ist das problematisch. Der Konsensmechanismus, den du angesprochen hast, der gefällt mir eigentlich viel besser. Muss dann schauen, dass es nicht auf faule Kompromisse rausläuft. Das ist ja auch so ein großes Ding in der Schweiz, wo man immer dann denkt, ja, wir haben jetzt eine super Lösung, aber am Schluss es fällt sie eigentlich durch alle Kriterien durch. Und deshalb, ich bin nicht so überzeugt, dass die Mehrheit immer recht hat. Es sollte, ja, wie ein bisschen, die Selbstbestimmung sollte so stark gestärkt sein, dass sie nicht durch Mehrheitsentscheide torpediert werden kann oder nicht so stark, sagen wir mal so. Ja, also eine schlechte Entscheidung, auch wenn sie eine Mehrheit getroffen hat, bleibt eine schlechte Entscheidung und halt die Konsequenzen müssen dann alle ausbaden. Das ist das große Problem. Ja. Also da hat der Malte Fischer von der Wirtschaftswoche einen wunderbaren Artikel zugeschrieben, wo es um die Energiepolitik in Deutschland ging, wo es halt darum ging, dass er geschrieben hat, ja, es gab die Mana und den hat man über den Mund gefahren und sie müssen aber den Schaden jetzt auch mittragen. Und das ist eben das Problem, ne? Wenn man differenzieren könnte, dass diejenigen dann den Schaden wesentlich mittragen, aber das ist ja nicht möglich. Also es ist wirklich sehr hart und Andreas Tietke hat einen wunderbaren Artikel geschrieben zum Thema Mehrheitsentscheidungen und hat da auch geschrieben, ja, wenn 4 von 5 für eine Vergewaltigung sind, ne, der eine, der da vergewaltigt wird, also das ist einfach, es hinkt von vorne bis hinten. Ne? Sorry, ja. Du hattest noch einen Einwurf. Genau, nee, was ist die Folge daraus? Heißt das Naturrechte? Also ich bin jetzt aktuell in meinem geistigen Entwicklung, bin ich ein bisschen da angelangt. Jeder sollte weil er geboren wurde, weil er ein Mensch ist, sollte jeder die gleichen Grundrechte haben. Und diese Naturrechte existieren ja, egal ob sie aufgeschrieben worden sind oder nicht, ob sie in einer Verfassung oder in einem Gesetz stehen, sondern es geht darum, dass die goldene Regel zum Beispiel, die gilt, ob sie aufgeschrieben ist oder nicht. Wenn ich nicht will, dass ich geschlagen werde, dann schlage ich dich auch nicht. Und das Gleiche mit Diebstahl und mit Mord. Und solche Grundsätze, die sollten eigentlich Vorrang haben. In Deutschland hat man dann das Verfassungsgericht, das dann entscheidet, ja, dieses hohe Recht, das kann jetzt nicht irgendwie über demokratische, parlamentarische Entscheide ausgehebelt werden. Ich zweifle ein bisschen an diesem Verfassungsgericht, weil es dann ja auch wieder genau in die andere Seite entscheiden. Aber es fragt sich dann, wie man diese Naturrechte durchsetzen möchte. Aber wenn man jetzt einfach sagen würde,
ein Naturrecht wäre zum Beispiel Eigentum. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten, weil ich glaube an das Selbsteigentum und daraus folgt automatisch das Eigentum. Und wenn ich an das Eigentum glaube, dann kann ich ja nicht gleichzeitig auch Steuern erheben. Also dann müsste ich sagen, wir erheben nur Gebühren und diese Gebühren werden nur für Dienstleistungen erhoben, die ich auch konsumiere. Aber ich kann nicht pauschal einfach sagen, du hast Eigentumsrechte, aber die Hälfte davon gehört jetzt mir. Das ist ein Widerspruch. Und wenn man sich auf diese Grundsatzrechte, diese freiheitlichen Grundrechte berufen würde, dann hoffe ich natürlich, dass es ja, dass auch diese Demokratie ein bisschen im Zaum gehalten würde. Dann könnte man nicht immer wieder neue Raubzüge planen. Und ja, wir haben ja viele Abstimmungen. Und um was geht es da? Es geht immer darum, dass man wieder neue Verbote machen möchte. Also man möchte wieder ein neues Gesetz oder etwas mehr einschränken und so weiter. Oder man braucht mehr Geld zur Umverteilung, zur Finanzierung von irgendeinem Projekt. Also es ist immer, wir nehmen dir noch etwas mehr weg. Wir nehmen dir etwas weg von deiner Freiheit oder wir nehmen dir etwas weg von deinem Geld. Und das widerspricht die Demokratie freiheitlichen Grundprinzipien. Ja, das Thema Medien spielt auch eine große Rolle, um halt die Menschen zu beeinflussen, Mehrheiten, vermeintliche Mehrheiten zu beschaffen. Du hast es angesprochen, das Bundesverfassungsgericht. Der Vorsitzende war der ehemalige Fraktionsvize der CDU und wurde dann zu Zeiten, wo die CDU noch Regierungspartei war, dort da in das Amt gehoben. Ja, also das ist auch eine interessante Auslegung von der Gewaltenteilung, ja. Und auch die Rechtsprechung zu dem Klimathema, zu der Politik, um den Euro weiter existieren zu lassen. Das sind alles Dinge, schwierige Urteile, wo man wirklich überlegen muss, ob das noch im Sinne der Menschen des Landes ist oder ob es einfach darum geht, durchzuregieren. Ne? Also wirklich problematische Entwicklungen aus meiner Sicht. Und das Thema Geld hatten wir ja auch ausführlich oder thematisieren wir ja hier immer sehr ausführlich. Deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar, dass wir jetzt mal so ein paar andere Punkte angesprochen haben auch. Die Schweiz hat eine andere Tradition aus meiner Sicht, was so direkte Demokratie, Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Freiheit angeht als Deutschland. Also das beobachte ich sehr, sehr stark. Auch wenn man in der Schweiz zu Gast ist, gut, da treffen sich natürlich dann auch mal viele Freiheitliche, dann habe ich natürlich auch mal die Meinung oder den Eindruck, dass dort viele Freiheitliche sind. Aber wie ist da dein Eindruck so zu Deutschland? Siehst du das auch, dass Deutschland insgesamt so, doch so eher, dass da viel unfreiheitliches Gedankengut ist? Ja, vielleicht die Leute, die aus Deutschland in die Schweiz auswandern, sind vielleicht nicht repräsentativ. Das sind vielleicht eher die, die ein bisschen freiheitsliebender sind. Und deshalb habe ich da natürlich einen guten Eindruck davon, ja. Es ist schwierig. Also doch, ich würde schon sagen, die Schweiz ist noch ein bisschen freiheitlicher wie Deutschland. Aber leider sind wir in diesen gleichen Tendenzen gefangen. Also diese Klimakleber und so, die gibt es auch in der Schweiz. Also das, ja, alles dieses bevormundende, der wachsende Sozialstaat, wachsende Gesetzestexte, also diese Tendenzen haben wir alle auch. Wir sind ein bisschen freiheitlicher, aber wir haben leider die gleichen Tendenzen. Vielleicht noch mein Schwiegervater, der konnte früher noch abstimmen gehen auf dem Gemeindeplatz. Also man hat nicht nur einfach brieflich abgestimmt, sondern man ging dann da in die Versammlung. Dann war da jemand auf der Tribüne vorne und der hat dann die Vorlagen. Dann musste man abstimmen. Ich weiß nicht, ob er da auch noch, aber dann hat jeder einen Degen. Der hebt dann den Degen, also so ein Schwert in die Luft und damit wird dann abgestimmt. Und das war auch noch zu Zeiten, als Frauen noch nicht abstimmen durften. Das war dann nur in Kanton Appenzell, einem der letzten Kantone, die dann auch das Frauenstimmrecht noch eingeführt haben. Und die Idee dahinter war, dass eigentlich ein mündiger Bürger, der kann bewaffnet sein und der soll dann auch am Gemeinwesen mitbestimmen. Und diese Mündigkeit, also wenn jemand nicht mal mit einer Waffe umgehen kann, wieso sollte er dann am Gemeinwohl überhaupt teilhaben können? Und das finde ich noch eine schöne Idee, das kommt auch aus der Schweizer Tradition und der Geschichte heraus, dass man diese Mündigkeit in den Vordergrund stellt, wenn jemand Verantwortung übernimmt für seine Familie, mit der Waffe, zum Schutz des Landes oder von seiner Familie, was auch immer beiträgt, dass das dann eine Person ist, die gesellschaftliche Mitbestimmung kann.
ja, mit dieser Bewaffnung kommt automatisch auch ein bisschen ein freiheitlicher Gedanke. Da, ja, ist man nicht hilflos dem Staat ausgeliefert. Es ist eher ein bisschen dieses, diese Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, die dann im Vordergrund steht. Ja, und man steht ja auch zu seiner Entscheidung dann, ne? Also, ob man dagegen oder dafür stimmt. Also es hat ja auch, das ist ja heute alles sehr abstrahiert mittlerweile, dadurch, dass es sehr zentralisiert ist, ne? Also ihr seid ja jetzt, die Schweiz ist ja jetzt nicht in der EU, das ist ja noch krasser letztlich, dass EU-Recht da immer das nationale Recht dominiert. Und wenn man es natürlich so macht, dass man dann nonzentral überall in den Gemeinden oder Orten selber das regelt und dann auch darüber spricht, abstimmt und auch überhaupt daran teilnimmt, ne? Also das sehe ich heute auch, wie wenig ich, ne, wenn ich da mit meinen Geldthemen komme oder allgemein mit ökonomischen Überlegungen und Kritik an der ökonomischen Unvernunft, dann wird das mal abgetan, ne? So nach dem Motto, ich möchte hier in Ruhe mal ein Bier trinken und nicht über diese, versau mir nicht den Abend mit deinen kritischen Themen. Das ist halt das Problem, dass die Menschen auch einfach nicht mehr Selbstverantwortung übernehmen wollen und sich damit auseinandersetzen wollen. Ne? Das ist auch ein riesen Kritikpunkt aus meiner Sicht und spricht auch eher für die Unmündigkeit der Menschen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, dass die Leute sich dann ziehen die sich in ihr Schneckenhaus zurück. Gerade wenn man dann auch Argumente hat, ne, also dann erst wird noch diskutiert, so ist das auch manchmal, ne, dann merkst du so, ja, dann kommt dann das ein oder andere Argument mal. Und die Keynesianer sind dann irgendwann so weit besiegt und dann dann ziehen sie sich in ihr Schneckenhaus zurück und wollen halt ihre Politik des Gelddruckens und der staatlichen Eingriffe rechtfertigen. Ne? Also ist es in der Schweiz, hat man da noch mehr Teil dran, nimmt man da mehr Teil oder ist das? Ja, also die Wahlbeteiligung nimmt auch kontinuierlich ab oder ist bereits auf einem tiefen Niveau angelangt. Das ist ja auch erschreckend, weil die Demokratie damit eigentlich weniger legitimiert ist. Also was da hochgelobt wird als gesellschaftlicher Konsens, der bröckelt dann immer mehr weg. Ich denke, es hat zwei Einflussfaktoren. Auf der einen Seite einen medialen, also wie man ein Problem überhaupt wahrnimmt. Medien, die Macht haben, Themen zu setzen, die sagen dann, ja, das ist sehr wichtig und das andere, über das reden wir gar nicht. Und dann beschäftigt einen das selbst vielleicht auch nicht, wenn man nicht nach weiteren oder alternativen Quellen sucht. Und das andere ist, dass wir einen zunehmenden Zentralismus haben. Also ich denke, das ist auch eigentlich eine von meinen früheren Erkenntnissen, was es braucht, sind Föderalismus und Subsidiarität. Wir brauchen viele kleine Einheiten, die eben noch selbst entscheiden können. Und wir hätten diese Einheiten, wir haben Gemeinden, Kantone und den Bund. Und wir könnten eigentlich auf Gemeindeebene etwas Sinnvolles machen. Und wir könnten auch schauen, in dieser Gemeinde funktioniert das und in dieser funktioniert das oder das funktioniert gar nicht. Und damit hören wir besser wieder auf und so weiter. Also diesen Systemwettbewerb, den hätten wir theoretisch, aber auch in der Schweiz haben wir zentralistische Tendenzen, dass alles an den Kanton delegiert wird oder eben sogar nach Bern an den Bund. Und dann kann man auch immer weniger mit bestimmen. Und dann, das schlägt auch auf die Motivation, wieso soll ich dann überhaupt noch abstimmen gehen, wenn dann sowieso von diesen Leuten, die dann in diesen Ämtern hocken, und was von denen entschieden wird. Ja, du hast es angesprochen, der Wettbewerb ist nicht mehr da, der positive Druck des Wettbewerbs und auch das Laborieren, verschiedene Ansätze fahren auf Problemsituationen, einfach andere Lösungen anwenden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr klar geworden in der Corona-Zeit, ne? Und auch jetzt bei dem anderen Thema ist es ähnlich. Was ich im Übrigen in Deutschland auch feststelle, gerade wenn es darum geht, die Sprachveränderung mal ins Feld zu führen. Da sind 74% der Menschen dagegen tatsächlich in Deutschland, die befragt wurden in repräsentativen Umfragen. Aber es wird trotzdem durchgeführt. Und ja, da haben wir eine Mehrheit, eine qualifizierte Mehrheit dagegen. Trotzdem wird es durchgeführt. Wie kommentierst du das? Das ist schrecklich, ja. Also es zeigt diese Eigendynamik, die es da angenommen hat. Und in Deutschland sind ja die Politiker nur alle 4 Jahre eigentlich dem Volk Rechenschaft schuldig, wenn sie wiedergewählt werden wollen. Und dazwischen können sie eigentlich machen, was sie wollen. In der Schweiz immerhin ein bisschen mehr Kontrolle wegen den Abstimmungen. Da sieht man auch ein bisschen, ja, der war jetzt auf der richtigen Seite oder nicht. Aber ja, das ist ein klares Zeichen, wie sich diese Kaste, wenn man so sagen möchte, wie das eine Eigendynamik annimmt. Und die
die sind sich dann selbst gefällig, die inszenieren sich dann selbst, machen, was sie wollen und vergessen eigentlich, dass ich mein Leben selbst bestimmen möchte und sagen, ja, ist mir jetzt egal, ich bin gewählt, ich mache, was ich will. Das ist diese Ausbrütung von Resignation auf der einen Seite und diese Selbstherrlichkeit auf der anderen Seite, das ist überhaupt nicht demokratisch, aber noch weniger freiheitlich. Ja, und hat auch eine gewisse Eigendynamik angenommen, wenn man dann sieht, wie viele Stellen da noch geschaffen werden, wenn dann die Regierungszeit zu Ende geht oder eine neue beginnt. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Thema Staatsquote, Deutschland deutlich über 50% mittlerweile. Wie sieht es da in der Schweiz aktuell aus? Ich weiß die aktuelle Zahl gar nicht auswendig. Sie ist wachsend, aber wir haben eine Schuldenbremse. Und das ist noch etwas Gutes. Das würde ich den Deutschen auch empfehlen, dass man irgendwie so Kriterien festlegt. Das sind dann nur Ausnahmekriterien, wie jetzt bei Corona, wo man dann gewisse Limiten überschreiten durfte. Aber eigentlich sind wir sogar inspiriert vielleicht von der schwäbischen Hausfrau, oder die sagt, ja, sie gibt nur so viel aus, wie sie auch zuvor eingenommen hat. Und das ist eigentlich ein bisschen das Prinzip von dieser Schuldenbremse, einfach auf der Ebene vom Staatshaushalt. Und das dient natürlich schon, dass die Staatsquote nicht explodiert. Das Wachstum der Beamten, oder wie heißt das heute, Angestellte im öffentlichen Bereich oder so, das haben wir auch. Das ist auch erschreckend. Also sowohl auf Bundesebene wie auch auf kantonaler Ebene. Wir haben ja 3 Hierarchiestufen. Überall wachsen die Zahlen der Angestellten. Das spricht eher dafür, dass wir eben auch eine wachsende Staatsquote haben und natürlich auch Gesetze, die dem Staat immer mehr Kompetenzen einräumen, und dann das rechtfertigt dann auch wieder, dass wir wieder mehr Leute einstellen müssen. Das ist natürlich auch eine schlechte Tendenz. Ja gut, also in der Eurozone gab es ja die Stabilitätskriterien, die Maastrichter Kriterien, 60% Verschuldung maximal und ich glaube 2% Neuverschuldung pro Jahr. Die ersten, die es gebrochen haben, waren die Deutschen, ne? Und die Schattenverschuldung hier ist auch immens, ne? Das ist also letztlich gibt es diese Bremsen auch hier, ne? Das ist klar, aber man deklariert diese Dinge dann einfach als Sondervermögen, wie die 100 Milliarden für die Bundeswehr oder die 200 Milliarden jetzt für die sogenannte Gaspreisbremse, ne? Und so saldiert sich das dann und da kommt man dann auf einen Schuldenstand, wenn man das mal sauber rechnet. Also wenn Deutschland bilanzieren würde wie ein Unternehmen, hätte Deutschland eine Verschuldung von 14.200 Milliarden und ausgewiesen werden 2.400 Milliarden oder so, ne? Also das ist immens, ne? Das sind also, ich habe da kürzlich drüber geschrieben, den Schuldenturmbau zu Babel, ne? Wackelig und auch nur möglich durch Sprachverwirrung, indem man den Menschen halt vorgaukelt, es wären Sondervermögen. Ne? Das ist, also letzten Endes. Ja, 100 Milliarden für die Bundeswehr, das sind Ausgaben. Aber nee, es ist keine Ausgaben mehr. Also das ist typisch Orwell-Neusprech. Das ist schrecklich, was da passiert. Und die Leute hinterfragen es nicht einmal. Also man sieht auch diese Berichterstattung, ohne sich da auf eine Seite stellen zu wollen oder zu müssen. Panzer retten Leben und Waffen retten. Wir müssen mehr Munition schicken, dann retten wir Leben. Nein, also Waffen töten immer noch Leben. Aber das sind auch in einer NZZ, konnte das da der NATO-Generalsekretär erzählen. Schweizer Munition rettet Leben, hat er geschrieben. Niemand hat sich dagegen gewehrt. Alle haben gesagt, ja, das ist dieses Narrativ. Also, das ist schon so weit fortgeschritten. Wir hinterfragen das nicht mehr. Und das ist, eigentlich keine Kapitulation. Dann hat man auch keinen mündigen Bürger mehr. Und dann bricht auch die Demokratie in sich zusammen. Eine Demokratie funktioniert eigentlich nur, wenn Leute sich selber Gedanken machen können und etwas kritisch hinterfragen können. Ja, und das große Problem an der Stelle sind die Medien. Also wenn die Medien ihren Job machen würden, Journalisten sagen, den Finger in die Wunde legen würden und sagen würden, wieso nennt ihr das Sondervermögen? Warum macht ihr das? Also das wäre, ein guter Journalist würde das fragen. Ein guter Journalist der alten Schule würde fragen, ihr verarscht doch die Leute, auf Deutsch gesprochen. Ne? Ja, genau. Aber das kommt nicht. Ja. War das nicht? Diese Woche hat Habeck gesagt, wenn Deutschland eine Firma wäre, er würde die Aktie kaufen. Ja, klar. Das war letztendlich.
Aber nee, der Punkt ist, wenn Deutschland eine Firma wäre, würde sie zum Konkursrichter vorgeführt. Die müsste die Bilanz deponieren und das Management würde verhaftet werden. Also so wäre eigentlich die finanzielle Situation. Ja, wäre ein hervorragender Leerverkauf, ne? Genau. Absoluter No-Brainer. Da muss man nicht mal einen Stopp setzen. Verluststopp. Verlustbegrenzungsstopp. Ja, Wahnsinn. Ja, mein Lieber, hat richtig Spaß gemacht mit dir. Gerne wieder. Und wir haben jetzt so ein paar Wunderbar. besprochen und über deinen Weg so ein bisschen diskutiert, dass du den Weg in die Freiheit gefunden hast und dich da auch engagierst. Weiter so. Wir verlinken natürlich auch die Libertäre Partei, verlinken das Liberale Institut. Auch weiterhin viel Erfolg in der Bitcoin-Branche und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges und freiheitliches Projekt. Deswegen auch da viel Erfolg und auf bald. Danke für deine Zeit. Super, vielen Dank auch von meiner Seite. Beste Grüße. Bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren nicht vergessen, Mitglied werden und das Video teilen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss.